Oh, hallöchen meine lieben Freunde und ein ganz willkommen zu einer weiteren Folge von Tamer Frontier. Ja, in der letzten Folge haben wir es ja geschafft, endlich Magna Angemon zu bekommen, was richtig geil ist. Freut mich auf jeden Fall richtig und deswegen werden wir ihn gleich mal austesten bei der Dark Master bei Piedmon. In der letzten Folge haben wir ja Puppetmon gemacht und jetzt wollte ich halt hier mal schauen, wie es denn so aussieht, wenn wir missen. Nein, der wird da schon ordentlich Damage reinhauen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Geht schon gut ab. Also weiß ich auch schon bei Angemon. Angemon wird wahrscheinlich genauso krass sein. Ja. Ich glaube, ich nehme wirklich Angemon ins Team. Angewomon meine ich. Aber schauen wir mal. Ich muss erstmal eh nochmal ein endgültiges Ultra-Digimon muss ich eh nochmal finden. Was wir jetzt noch mit ins Team nehmen werden. Ich habe ja jetzt momentan im... Ja, wie soll ich jetzt sagen? Hatcher oder... Im Leveler, im EP-Teiler, sage ich jetzt einfach mal. Habe ich ja Lilimon drin. Ob ich die benutzen werde, ist auch noch fraglich. Ich meine, gut, das ist ein Ultra-Level-Digimon. Aber so viele Leomons, wie wir schon gesammelt haben, könnten wir eventuell auch Eis-Leomon mit ins Team nehmen. War ja eigentlich auch nicht so schwer. Und, tja, so, wir haben wieder ein paar Sachen jetzt gesammelt, sind jetzt bei 122 Puppetmon-Chests, 90 Piedmon, 60 Maschinenramon und 60 Metall-Seedramon. Was ist hier? Green Card-Chest, ja, die kann ich aufmachen. So, dann ist das auch schon mal weg. Purple Peace-Chest, ja, okay. So, dann haben wir hier wieder ein bisschen Money, Money, Money. Immer gerne mit. So. Genau, dann wollte ich nochmal gucken, nicht Gacha, sondern Data Center. Wie viele Leomons wir denn jetzt eigentlich haben? Eins. Zwei. Gut. Das bringt uns ja ein Awake mehr. Das heißt dann, der ist dann auf Awake 2, wenn ich das nicht richtig sehe. Wir können sogar 4 machen, glaube ich. Ja, sicher. Ja, sicher. Leute, wir haben wieder eine Digitation. Der Attack geht hoch. Ah, der Special Attack geht runter. Sollen wir es tun? Die Frage ist, wie habe ich den geskillt? Ich lasse mal bei Save. Dann gucke ich nämlich nochmal eben. Stats. Ja gut, der ist auf Stärke hoch, also ja, gut, Stärke wäre gut gewesen, aber es, ja, wir können ja nochmal waken. Vielleicht kommt ja wieder was. Okay, es bleibt so. Okay, safe. Das heißt, wir können jetzt, glaube ich, auch... Digitation. Genau, zu Eis-Leomon. So, da brauchen wir jetzt noch 15 Light. Okay. Gucken wir mal, weil dann können wir nämlich Gargumon austauschen. Nice! Light brauchen wir. Dann gucke ich erstmal bei den Blue... Ach, Blue Card Peace Box haben wir sogar auch schon. Können wir auch wegballern, weil die brauchen wir auch nicht. So. Blue Purple Peace Box Quest Peace Chest. So, was haben wir denn hier? Ach, die können wir auch noch. Ach, Kacke. Nehmen wir auch noch mal alles mit hier. So. Quest Peace Bla. 3 Stück ergibt einer. Wir brauchen 18. Ja. Ach, ist random. Ich hätte gedacht, open to get random won't find following items. Wie gemein. Ja gut, müssen wir jetzt so hinnehmen. Gut, dann nehmen wir jetzt davon 18. 18 Lights. Und dann haben wir nämlich schon das nächste DG hier am Start. So. Data Center Leomon Training. Digivolve to Ice Leomon. Yay! Ice Leomon! Sehr nice, sehr nice. So, Eis-Leomon plus 1.
Dann tue ich dich Store in PC und dich tue ich DisplayPort. Nein. Warte, Store in PC. Geh doch. Ach, nein, put in bag. Ja, aber was mache ich denn da? So, put in bag. Mein Gott. Jetzt ist die Mucke weg. Ah, dann gehen wir eben kurz. In the unknown hier. In the. Wir gehen einfach hier. So. Fertig. Einfach fertig. Fertig, fertig. So, bleiben wir hier. Eisleomon ist auf 37. Muss aber leider trainiert jetzt werden. Das heißt. Anzel. So, Start. Der Dings wird auch fleißig gelevelt, Gatomon, was sehr gut ist. Ja. Dann schauen wir uns jetzt Eisleum nochmal an. Break. Hoho. Davon haben wir ja noch einige hier. Davon haben wir keine. Da holen wir uns mal eben ein. Zumomon hier. Oh, danke. Ja, das tut weh. Das wird weh tun. Aber das ist egal. Passt schon. Oh, Break. So, und danach haben wir eigentlich schon... Jawohl. Zwei fehlen uns da. Einer. Null. Jawohl. Da können wir auch direkt mal zwei Stück. Ja. Jawohl. Zack. Dann wieder ein... Jawohl, I love you. Dann können wir den nämlich auch direkt jetzt auf lila machen. Tut mir leid. 96, ich hoffe, das hat gereicht. Puh. Aua. Das heißt, wir können jetzt keine... Ah, ich hab's doch mal mit an, fuck. Ja, wir müssen mal langsam jetzt hier auf unserem Power-Level kommen. So, Eisleomon am Start. So, dann kann ich erstmal da so einen Screenshot machen von jetzt. Ich würde am liebsten nochmal eine Energy kaufen. Ah. Weil mit der Story, ich weiß jetzt nicht, ob wir es weiter schaffen werden. Ich probiere es einfach mal aus. Mehr als... Oh, Fanimon hat da schon jemand. Meine Güte. Ich auch gerne. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Umso mehr freue ich mich schon auf die weiteren Abenteuer. Logging Rewards. Ja, solange man noch umsonst Leomon bekommt, die ganze Zeit, ist ja schon relativ nice. Noah. Kann man eigentlich Saber Leomon machen? So, dann schauen wir uns jetzt mal die Power of Magna Angemon an. Auch wenn wir nicht so viele Battles machen können, weil unsere Dings jetzt abläuft. Ui. Ja, wir hauen ihn trotzdem weg. Einfach mal risky spielen hier. Ah, holy shot war. Das gibt Ärger. Mit dem Beast Sword. Zieht ja viel auf. Oh, und der hat sogar gebrannt. Und Level Up, Freunde. Level Up. So, Piximon Chart. Wir machen den natürlich nochmal, weil ist halt so. Enter. Kenta. Enter, Kenta. Challenge. So. Da hauen wir gerne nochmal rein, Heaven's Knuckle. Ach ja, genau, was ich denn auch noch ankündigen möchte, ist, dass ich, ich nehme ja meistens immer schon im Voraus auf und dann werde ich jetzt die nächsten Tage, beziehungsweise das werde ich jetzt die ganze Zeit machen, dass ich, offscreen dann halt online gehe und dann halt nur Patamons, beziehungsweise den ganzen Kram farme, die ganzen Rookie-Digimon. Damit ihr halt, also damit ich halt schneller vorankomme, damit ich das nicht in meinem Video machen muss. Deswegen, also ich werde jetzt nicht in der Story oder sowas weiterspielen, ich werde einfach nur farm. Weil das immer in Videos zu zeigen, ist ja auch ein bisschen langweilig. Ich werde euch natürlich auf den aktuellen Stand halten.
Neue Folgen kommen natürlich sowieso, also kommen natürlich sowieso, also da braucht ihr euch eigentlich keine Sorgen machen. So, und wie ich hier aber schon sehe, haben wir nur noch 12 Energie. Ich glaube, den können wir nicht mehr machen. Doch, aber ich glaube, das ist der letzte. Dann müssen wir gucken, was wir nochmal machen. Aber wir sind aber ein bisschen langsam, ne? Ein bisschen langsam. Macht nichts. Ja, Mist. Mist, komm. Jawohl, der haut die aber trotzdem mega weg, ey. Oh, wir schrecken zurück. So, wir haben 2900. Da müssten wir eigentlich noch... Ich glaube, das verdauen wir nicht. Weil er dann auch genau dann diese Attacken einsetzen muss, ne? Paralysiert. Bam, kriegst halt einen Punch. Ah ja, ich kann nochmal gucken hier, was er jetzt noch erlernen kann. Oh, 6, das heißt, wir können doch nochmal gegen den antreten. Ich gucke aber mal eben. Hier als Leomon Training Move. Own Moves. 100 Beast Fist, ne, nur so scheiße. Garuru Tomahawk. Absolute Zero. Boah, das sieht doch geil aus. Für die Bomb Detonate, würde ich sagen. Forget. Snowball Fight, Garuru Tomahawk ist eigentlich nicht schlecht. Können wir nehmen. Ja, sieht doch eigentlich ganz okay aus. Wir haben auch eine eigene TMs. Fire Rocket. Chrisman Claw. Ah, Study, den muss ich mir noch holen. Aber den kann ich machen hier, die Fire Rocket. Die Feuerrakete. Ich bin am überlegen, ob ich die dann doch lieber Metallgreymon lernen soll. Obwohl der hat schon Gigaschlag, ne? Aber es ist halt eine Dingsattacke, eine Erdattacke. Ah, macht nichts. Ah, ne, lassen wir mal lieber. So, Enter. Enter und diesmal nicht der Kenter. So, dann stehen wir bei 0. Icemon, holy shoot. Holy shoot. Boom. Zack, hier müssen wir eigentlich nur einen, also beim ersten Mal sofort treffen und beim anderen genauso. Dann sollte uns da eigentlich... Ja, gut. Das war's dann wohl. Weil jetzt werde ich austauschen zu Metallgreymon. Der kann nämlich schön mit einem Gigaschlag die ganze nicht beenden. Gut. Das gibt es nicht. Ich kann mir das tauschen. Weil sonst wäre ich down gewesen. Gibt es nicht. Jawohl, Special Death 2. Paralysiert. Der greift nochmal an. Und. Will er mich verarschen? Der will mich doch nicht schnatzen, nee. Oh, hey Monster, geh mir doch nicht mal auf den Sack. Oh. So. Jetzt gehen wir zurück wieder in die Town. Denn wir brauchen hier die Dings hier. Die Energie. Deswegen gehe ich hier lieber in die Stadt. So, wir können mal gachern. Ja, 10 Stück wollte ich. Ja, habe ich nämlich heute noch gar nicht gemacht. Oh, was ist das denn? Was ist dieser Pokal? Das weiß ich nicht. Muss ich mal schauen, was das ist. Kennet nämlich gar nicht. So, Quest haben wir nämlich wieder hier erledigt. So, wie sieht's denn aus? Enter Territorium. So, können wir mal hier eben meinen Digimon reinsetzen hier. Oje. Seraphimon. Ich will meinen Digimon placen. Ich will lieber meinen nehmen hier. Geil, der hat schon Dings, ey. So, jetzt ist hier mein Magna Angemon drin. So, was war hier nochmal? Rankings, ne? Na. Hier gucken wir nochmal bei der EC. Water. 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 So. Major, Major, Lager. Haben die hier schon was gemacht für den der Gildenquest? Go to finish. Nein. Haben wir bei Catch on Titanemons zugesagt.
Okay, weiß Bescheid. Dann haben wir das auch hier erledigt. So, zack. Wie kann ich denn nochmal zurück hier? Da. Nein. Ich will zurück. Ach ja, Return. Return. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schönes Wochenende und bleibt sauber. Tschüss.